Anlässlich der 79. Wiederkehr der Befreiung des KZ Mauthausen finden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gedenk- und Befreiungsfeiern statt. Der 5. Mai ist dabei der Tag, an dem wir alljährlich der Opfer der Shoah und des nationalsozialistischen Unrechtsregimes gedenken. Aus der Shoah, diesem singulären und historisch beispiellosen Völkermord an Juden, Sinti und Roma, sowie vielen anderen Gruppen und politisch Andersdenkenden, erwächst für uns die Verantwortung, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit sich dieses Unheil nicht wiederholt. Die Shoah war ein Verbrechen an Massen, welches von Massen begangen wurde. Um dies zu ermöglichen, haben die Nazis ein neues Rechtssystem geschaffen, mit dem das systematische Töten legalisiert wurde und in dem sich zugleich auch ihre menschenverachtende, rassistische und faschistische Ideologie wiedergespiegelt hat. Dieses dunkelste Kapitel der Geschichte zeigt, dass Recht nicht immer Gerechtigkeit bedeutet. Und auch heute steht der Rechtsstaat an vielen Orten der Welt unter Beschuss. Umso mehr ist es unsere Pflicht, die Schrecken des NS-Regimes nicht zu vergessen, unsere demokratischen Rechtssysteme entschlossen zu verteidigen und aktiv daran zu arbeiten, dass diese einem immer höheren Standard entsprechen, der Gerechtigkeit für alle gewährleistet.